und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es wieder um die Kraft der bewussten Kinderbegleitung. Ich setze jetzt da mal wieder an, wo ich vor 10 Monaten, glaube ich, 11 Monaten, 12 Monaten aufgehört habe. Macht nichts, machen wir einfach weiter. Ja, also bewusste Kinderbegleitung ist wie immer das Thema und ich nehme immer die Dinge, die ich so im Leben einfach sehe und gebe sie dann zum Besten. Ne? So dass sie irgendwie mal, dass wir die Idee kriegen, ja, um was geht es hier überhaupt? Ich habe einen Vater gesehen, der stand außen vor der Tür und das Kind war irgendwo so im Hof, aber die Tür war offen. Und der Vater stand draußen und hat mit anderen Leuten gesprochen, hat aber irgendwie mitbekommen, dass irgendwie mit dem Kind irgendwas passiert war, weil er hat sein Fahrrad auch da liegen gehabt, aber irgendwas scheint zu sein. Er bewegt sich aber nicht vom Fleck und das Kind steht wohl dahinter irgendwie im Hofeingang und schwupp geht die Türe zu und das Kind macht schon die Tür zu, weil der Vater wohl nicht reagiert hat oder so auf das, was er von ihm gebraucht hätte. Und dann kam noch jemand anders, dann öffnete sich die Tür wieder. Und dann habe ich gehört, dass wohl das Kind sich wehgetan hat und hat auch schon angefangen zu weinen. Und dann kam der Ausspruch vom Vater. Mann, jetzt habe ich es vergessen. Hey, du bist doch ein Kerl. Ja, jetzt, genau. Oh Mann, sagt er zu dem kleinen Jungen, der war 3, sowas ungefähr. 3, 4. Hey, du bist doch ein Kerl. Der Junge verstummte immer mehr mit seinem Weinen und hat aufgehört. Der Vater ist nicht hingegangen und hat irgendwie, ist in Beziehung mit dem Kind gegangen, sondern hat es einfach dann stehen lassen. Warum ist das Bullshit? Ganz einfach, weil warum sollen wir einem kleinen Jungen eintrichtern, dass er ein Kerl ist? Was sagt diese Aussage aus? Die sagt aus, im Endeffekt, Mann, du bist ein Mann und ein Mann weint nicht und ist keine Memme. Ja, was machen wir dadurch? Das Kind kann nicht die Kommunikationsform von Wut, Trauer oder Angst, was immer auch geschehen ist, voll zu 100% ausleben und drückt das ganze Zeug wieder runter. Es fängt an, das Zeug runterzuschlucken. Weil ich meine, der will schon dastehen wie eine Memme. Das macht keinen Sinn, denn es ist zwar ein Junge, aber, hallo, es ist ein Mensch. Ja? Also das ist genau die Problematik, mit der ja, die Welt zu kämpfen hat. Um es mal ganz global zu sprechen, haben wir hier in dieser Welt alle gefühllose Helden produziert, die einfach keine Emotionen mehr fühlen. Die Frage ist, was bringt es einem Menschen, wenn er nicht 100% vollständig kommunizieren darf? Auch wenn es Wut, Angst oder Trauer ist. Genau durch diese Geschichten bringen wir unseren Kindern bei, es ist besser, keine Gefühle zu fühlen. Das Gegenteil ist der Fall. Warum? Weil wir unsere Gefühle brauchen. Wir müssen sie haben im Körper. Erstens mal auskommuniziert haben, weil ja sonst sich so viel, wahnsinnig viel anhäuft, was irgendwann mal, wenn die Kinder größer sind, zu vollständiger Verwirrung führt und zu allen möglichen Krankheiten, Burnouts, Amokläufen, keine Ahnung. Weil wo soll denn das Zeug überall hin? Und am schlimmsten wird es natürlich auch, wenn sich das vermischt. Aber das habe ich bereits in einem anderen Video kundgetan. Also hör auf, zu deinem Kind zu sagen, hey, du bist ein Kerl. Weichei, Angsthase, ein Indianer kennt keinen Schmerz, Heulsuse, ja? Das würde die Kinder wirklich weit bringen, damit sie in ihrer Kraft bleiben können und damit sie auch von uns
wirklich vollständig wahrgenommen werden können. Ja, das wär's für jetzt und heute. Bis bald. Und möchtest du noch mehr Informationen oder Supervisionen über dich und deine eigenen Handhabungen und den Umgang mit dem Kind oder Elternsein, Training oder wie immer auch mal anschauen, dann kannst du gerne 089 122 96485 wählen und wir können uns darüber unterhalten, was gebraucht wird. In diesem Sinne, klares Bewusstsein für uns alle. Tschüss!